Funktioniert anscheinend. Frage wird dann Kommunikation sein, ne? Vielleicht funktioniert das Mikrofon noch. Das ist dann so der Klassiker, ne? Headset auch mit In-Ears drin und nur das Mikrofon vom Headset genutzt. Wir machen auf jeden Fall weiter in der Eco von Big Omen Academy. Die haben ja schon mal eine Eco gewonnen. Das ist übrigens Map Nummer 2, Leute. Oben seht ihr es unter den Logos 1 und 0. Auch mit einer AWP. Die hat aber diesmal Panics. Interessant. Also hätte man, glaube ich, theoretisch auch weitergeben können. Oh, da steht auch einer. Oh, Panics ist da Mitte oben. Der Push aufgehalten, der Mittelspieler aber down gegangen. Das erschwert jetzt ein bisschen die Rotation Richtung B. Es ist wahrscheinlich nicht verkehrt. Oh, der Block. Ah, das ist natürlich bitter. Aber sie hauen doch ab. Und sie bleiben zu dritt an A bei Big Omen Academy. Wieder, glaube ich, eine Flash von einem Mate geblockt. Also irgendwie machen Paddy und Marky da komische Sachen. Aber, ja, B-Spot haben sie schon wieder unter Kontrolle. Nur ist Panics jetzt im Underground. Schießt vorbei. Ja, da muss er weg. Das ist ein langer Weg, den Underground durch. Dann Mitte hoch. Und seht euch wieder an, wie Big Omen Academy rotiert. Zwei Leute über die T-Base. Geht sogar noch ein Dritter jetzt dazu, damit sie zu dritt übers B-Haus gehen. Es ist mehr eine Exit-Frag-Aufstellung. In der Hoffnung, dass Euronics Gaming davon ausgeht, dass man an der CD-Base safe. Und ich glaube, Panics will jetzt auf keinen Fall riskieren, die AWP zu verlieren. Sie sind halt alle noch unter 2000 Dollar. Wie viele Loser-Bonus haben wir? 2400 bekommen sie nächste dazu. Ah... Das ist halt wieder so eine Byron. Okay, sie haben AKs gepickt, UMPs gepickt. Das wirst du auf jeden Fall dann durchspielen können. Bitte, dass sie noch einen verloren haben. Aber Euronics Gaming kommt zurück ins Spiel. Aber ich glaube, es ist echt sehr unangenehm, gegen Big Omen Academy zu performen, weil die immer wieder aktiv werden auf ihrer CT-Seite. Also du musst immer damit rechnen, dass irgendwo ein Gegner steht, der dich schon abzielt, weil sie so früh vorgehen. So. Pause bei ESG. Wie Monitor aus. Was ist denn hier los? Was? Jetzt ist Red disconnected? Da wird man die Runde wahrscheinlich restoren müssen. Der Knopf ist unten bei Red und dann muss er RR machen, weil der Monitor spinnt. WTF. Aber seit der Wurm drin ist, holen die Runden, Leute. Oh boy. Ich glaube auch, Melo, dass da neue Hardware her muss. Ja, und Jörg, der bereitet sich schon mal vor, die Runde zu restoren, wenn Red Rossi wieder auf dem Server anwesend ist. Gut, dann warten wir mal ab. Ach, guck mal, da ist er schon wieder. Da ist die SSD aber am Start, da bin ich mir doch sehr sicher. So, okay. Dann wird's eng, was weitere Pausen angeht. Für alle, die die Pausenregelung in der 19 Damage Liga nicht kennen: jedes Team hat 10 Minuten Pause. Für die 10 Minuten gelten sowohl für technische als auch für taktische Probleme. Und dementsprechend muss man natürlich auch schauen, dass dass technische Probleme so schnell wie möglich gefixt werden. Ansonsten hat man bei taktischen Problemen ein Zeitproblem. So, aber besprechen konnte sich ESG jetzt hier wahrscheinlich auch nicht viel bei den Problemen. Junge, das war echt der schnellste Restart ever mit Steam einloggen und CS starten. Team. Wow. Gut. Okay. Oh ja, gute Besserung, Leute. Auch noch ein bisschen Liebe für unseren Head-Admin raus. Der hier einfach komplett krank die Liga administriert, Mann. Du bist aber auch ein geistiger Typ, Jörg. So, hier noch der Break gegen Kurz. Dann ein Kill gegen die Apps durch die Smoke von Marky. Die Flash, um noch mal ein bisschen zu faken. Hat geklappt, aber richtig cool. Die Position von Prosus. Er spielt es gefährlich. Er geht jetzt hin, aber sie gehen übers Haus. Und ich glaube, sie sind laut. Prosus müsste es gehört haben. Das sah sehr schnell aus auf dem Radar. Und kommt noch einer über die Action.
Maki. Oh, er hat ihn gesehen. Oh, Problem für Prosus. Er kippt. Der Spot nicht frei. Die Rotation war da. Wie wird die Bombe gelegt? Oh, am alten Standard eventuell. Ich glaube, ja, es ist der alte Standard ohne CD-Base-Kontrolle. Aber Maki hier vorne, der macht halt wieder einen guten Job. Schön viel Damage noch rausgehauen. Macht das 1 gegen 2 möglich. Keiner hinten, eben Ninja. Das hat man durch den Molly jetzt herausgefunden. Flash einfach mal unters Holz. Auch da rennt keiner raus. Und jetzt müssen sie so langsam vor. Beide haben Diffuse-Kit. Die Smoke Richtung Haus. Damit rechnen sie jetzt eher. Und dann gewinnt Red das erste Duell gegen den Spieler, der 100 HP hat. Anuin, eigentlich ein besserer Winkel, aber Red hat zu viel HP. Es ist die Runde für Euronix Gaming. Und hier musste Maki halt auch wieder ordentlich arbeiten, damit der Klatsch überhaupt noch gelingen konnte. Für Red 7 zu 5. Und jetzt lässt Big Omen Academy natürlich einige Runden liegen. Der Run, First Frank. Die konnten nochmal kaufen, aber auch hier wieder zwei SMGs dabei. Was nicht so schlimm ist, weil Big Omen Academy halt immer close steht. Also nicht immer, aber sehr häufig. Und Red jetzt hier nur Mitte Druck, ein bisschen gefaked. Bleibt aber bei der Doppel-Action-Kontrolle. Da wird die SIG erstmal genommen. Da können sie halt eine der SMGs schon mal weglegen. Weiß nicht, ob Maki das gehört hat. Könnte sogar sein, diesen Waffendrop. Warum verschießt Devran mal? Das ist eine gute Frage. Denn eigentlich sieht man das doch recht selten. Ja, jetzt wird sich eine Haus, drei Action. Blick nach hinten. Ah, den Step kann man sich noch gönnen. Ah, genau. Red im Haus, genau, weil die anderen drei haben noch die Smokes. Dann wird es jetzt einfach so ein klassischer Smoke-Go, aber die Flashes vorne kannst du was ignorieren. Devran will nicht auf der Ticketbox bleiben, übernimmt jetzt die Hausdeckung, kann seine Mates vorne dann eben das Kreuzfeuer ausspielen lassen, dann kommt die Flash. Er schießt daneben. 4 gegen 3 Situation, der Spieler im Sandwich geholt, Unterholz ist noch nicht gecheckt. Und dann zieht man halt den Plant ab. Schade, dass Prosus da nicht erst auf einen anderen Gegner geht, um dann den Planter zu holen. Bombe aber immer noch nicht gelegt und die Smokes sind jetzt weg. Eine gute Situation für Big Omen Academy. Der Flash-Move Richtung Connector geht nicht auf, weil Anwin schon an den Stairs stand. Aber Perks macht den Winkel sehr gut wieder auf, indem er weiter von der Kante weggeht. Die Bombe gepickt, 16 Sekunden. Er sucht das Duell, er spielt jetzt nicht auf den Plant und holt auch den Kill. Also die sechste für ESG. Und Big Omen Academy, jetzt müssen sie wahrscheinlich wieder sparen, um noch 2 Runden zu spielen. Das geht dann wahrscheinlich in Richtung 8-7. Ja, schätze ich jetzt einfach mal. Die Frage ist dann natürlich, für wen? Ja, gute Sache für Big Omen Academy ist natürlich der volle Loser-Bonus. Die werden sehr viel Geld haben in der letzten Runde durch die Eco, die sie jetzt spielen. Heißt also ganz viele Granaten am Start. Hier der B-Go, viele Flashes aus dem Haus. Schön Richtung Window noch geaimt. Oh ja, wollte man durchdrücken. Was? Panics, Prosus, Devran, alle noch mit einem Kill. Devran wird geholt. Immer noch die Überzahlsituation für Big Omen Academy. Das ging ein bisschen zu schnell für meine Augen. Die ganzen Frags, die da gefallen sind. Die Bombe am Spot. Die Frage ist, wo legt man? Waffen werden nochmal getauscht. Da ist Kevlar und Helm bei Prosus. DZ nochmal nachgeladen. Und ich glaube, Prosus wollen sie jetzt einfach reinschicken. Und die rotieren Richtung A durch. Das hat Hades mitbekommen. Sofort gibt es die Bewegung zurück in den Connector. Keine Smoke mehr bei ESG. Gute Gelegenheit für einen CD-Base-Plant. Ziehen sie auch direkt durch. Und der Blick nach hinten. Sia weiß, das Duell muss er jetzt gehen. Da hat er den Distanzvorteil mit der AK gegen die P250. Prosus schon mal vorne rein. Eigentlich eine gute Kreuzfeuer-Situation. Sauber, wie Sia hier den 4K, das 4K auspackt. 7 zu 7. ESG ein bisschen gewackelt in der Anti-Eco, aber noch gut geklärt. Ein schöner Call, dass man da über die CD-Base gelaufen ist. So, jetzt nochmal die Buy-Round. Doppel-AWP bei Big Omen Academy. Perks, schnelle Smoke in Richtung Kurz. Ich jetzt mal schätzen, nee, ja doch, das ist eine tiefe Kurz-Smoke gewesen. Einiges an Nades in die Mitte. Zu zweit um den Connector aufgestellt, die Big Omen Academy Spieler. Und Panic zielt erstmal ab, ob da jemand kommt. Ja, und mit dem Jump hat man es dann mitbekommen. Molly direkt hinten hin. Hades hat da wahrscheinlich ein Problem. Ey, wie Perks dann einfach rumzieht. Der Drive gegen den Connector läuft super.
Aber es ist wieder ein One-for-One. CD-Base gehalten, eine sehr klassische Situation mit, aber ein Spieler in der Mitte. Und das ist Maki. Und der hofft jetzt natürlich irgendwie die Rotation von Kurz abfangen zu können. Wenn jetzt der Druck auf A aufgebaut wird im Retake, dann könnte Maki sich dazu gezwungen fühlen, in den Connector reinzugehen. Sia ist währenddessen in den Jungle vorgekommen. Mit dem Jump niemanden gesehen. Und der Anschuss von Panix gegen Paddy. Glück für ihn. Molotov zum Ninja. Und jetzt kommt Maki von hinten. Das sollte doch eigentlich der Frag sein. Maki schießt nicht. Er lässt sich noch Zeit. Geht down. Maki zu Double. Der Jungle-Spieler Sia macht dann aber wieder zwei. Man ist am Defuse dran. Der Defuser auch direkt gekippt. Panix. Oh, was Sia hier wieder für Frags rausholt. Mann, was eine starke letzte Runde von ihm. Das war wirklich die Sicherung der Sicherung, die da noch gehalten hat bei ESG. 8-7, also zur Halbzeit für Auronix Gaming, die am Anfang dieser Hälfte eigentlich gar kein Land gesehen haben. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder da mit Halbzeit Nummer 2, Leute. Und dann schauen wir mal, wer den Sieg auf Mirage davontragen wird. Willkommen zurück zu Halbzeit Nummer 2 zwischen ESG und Big Omen Academy. So, Sound müssten wir auch haben. Jawohl, und wir schauen mal, wie es in der zweiten Pistol zur Sache geht. Wieder viel Kevlar, aber Paddy, der kauft noch Smoke und Diffuse geht. Auf der anderen Seite haben wir wieder Panix und Anuin an der Utility. Keine P250 im Gepäck bei Big Omen Academy. Und da haben wir schon X-Punkt. Eine Jungle Smoke. Eine tiefe Jungle Smoke. Das Connector Play. Paddy hat's auf dem Schirm. Maki hätte noch einen Schuss setzen können, aber Paddy geht auf dem Spot down. Maki an der Rampe ist bekannt. Fighten jetzt die Rampe, während die Bombe gelegt wird. Keine City Base Kontrolle. Ist also auch ein bisschen risky gewesen. Aber gut eingeschätzt an sich. Boah, was ein Brett vom Prosus. Junge, der hat halt wieder geknallt. Der kriegt noch einen zweiten. Und kann Prosus auch diese Pistole nochmal regeln. Jawohl, der dritte. Es ist insgesamt schon sein vierter Kill. Kriegt er noch das Ace und mit Hades ist ihm klar. Und Hades stiehlt es ihm. Aber das wird egal sein. Big Omen Academy gewinnt die Pistol Round in der zweiten Halbzeit. Damit gehen beide Pistols auf dieser Map an Big Omen Academy. Junge, was Prosus da einfach hinlegt in den Pistols. Das ist so krass. Wirklich super stark. Der Shot gegen Maki. Insane. Forceby von ESG. Sia smoked erstmal B ab. Da wird mit ein bisschen Tempo gespielt von Big Omen Academy. Wahrscheinlich auch, um ein paar Granaten rauszulocken. Und die erste Smoke, die kam ja so oder so.
Aber, ja, mit einer SMG-Pistol kann man auch mal ein bisschen aggressiver spielen. Deswegen muss man, darf man diese Smoke nicht unterschätzen, die SG dann B geworfen hat. Und jetzt kommt auch noch mit den beiden SMGs der Push in Richtung Rampe. Und, oh, das Timing. Wartet Hart ist hier lang genug. Ansonsten bewegt sich noch nicht viel. Es wird sogar ein Doppelpush. Ne, sie warten hier unten ab. Sie boosten. Wie gut ist der Move denn bitte? Ah, kann man da hochboosten? Weiß es gar nicht. Ne, sie machen nicht mehr draus. Und Hardest Flash da jetzt einfach mal. Boah, er war, wie sicher sich Hardest war, dass Gegner da um die Ecke warten. Vielleicht hat er sogar was gesehen. Dann kurz geht Devran vor. Ey, wie leise ist diese Runde bitte von allen gespielt? Ganz wenig Granaten. Ja, Paddy geht dann einfach mal auf den Dry Peak. SMG gegen SMG. Da gewinnt Paddy sogar mit Damage zu kassieren. Und dann kommt der B-Split. Da kann man natürlich super gegen die Backside fighten. Und die 5-7 von Perks. Devran will da jetzt kein Risiko gehen und irgendwie in die Küche rein, sondern einfach nur jetzt den, die Ausgänge halten, da an der Seite stehen. Eine der fiesesten Positionen für die CTs. So, Paddy aber hinten aus dem B-Haus. Hat schon mal gesteppt, hat schon mal auf sich aufmerksam gemacht. Die Position in der Ecke natürlich gut spielbar, wenn du noch einen im Haus hast. Aber wenn da keiner steht, dann willst du da eigentlich nicht zu lange warten. Und ich glaube, ESG geht sogar eher auf Exit-Frags. Beziehungsweise ein Safe als auf die Runde. Es wird also die Folgerunde für Big Omen Academy sein. Aber da sieht man nochmal, wie viel Respekt beide Teams voreinander haben. In der Meisterschaft gewinnt ESG 2-0. Hier steht es jetzt schon 1-0 für Big Omen Academy. Definitiv ein Duell auf Augenhöhe. Zumindest hier auf Mirage auf das 2. Da muss man Big Omen Academy einfach das bessere Spiel anerkennen. So, Perks. Und noch eine 5-7. Na, der geboostete Loser-Bonus hilft auch in so einer Runde, eine etwas bessere Waffe zu spielen. So, ich glaube auch hier eine tiefe Smoke dazu geworfen. Aber ich bin nicht ganz sicher. Jetzt kommt aber der B-Rush. Da wartet Maki mit der MP. Perks aber direkt überrannt. Red sogar mit dem Headshot. Zia down. Entschuldigung, da habe ich falsch geschaut. Maki war da nicht dabei. So, und irgendwann kann man Red auch mal stoppen. Der echt einen super Job macht mit Ave, Scout und Co. Also Hauptsache es hat einen Zoom. Dann geht bei ihm schon gut rein. Die Flash. Aus dem Window raus. Natürlich super viel Druck. Paddy einen. Aber Prosos hat halt schon wieder einen Triple Kill. Auf dem Kerbholz. Und er kann auch hier wieder delivern. Die nächste Runde mit dem Multikill. Das sind 18 gespielte Runden und Prosos einfach schon auf 27 Frags. Keiner von ESG bisher über 20 gekommen. Ja, Devran auch noch gut dabei mit 22, aber Prosos macht hier einfach ein wahnsinnig geiles Game. Ja, trotzdem eine teure Runde für Big Omen Academy. Also alle ESG-Fans können hier schon stolz auf ihr Team sein. Denn das war eine super Eco, super Forceball-Runde. Ja. Keine Ahnung, wie ich solche Runden nennen soll. Wie gesagt, was? Red? Da warst du doch niemals drauf. Klappt trotzdem. Super cooler Winkel auch von Perks. Muss da schnell reagieren, auf die Kante ziehen. Denn der Gegner kann ihn mit dem Right Eye Peak da eigentlich ganz gut spotten. Deswegen auch der Anschuss gegen ihn. Aber das sind zwei Frags für ESG, die super angenehm sind auf der CT-Seite. Da das Game kurz stagniert, zeige ich euch natürlich auch die ADR-Zahlen. Prosos bei 136. Ja. Sportlich. So, geht nochmal zurück. Macht das Ganze auch laut. Aber sie stehen auch um Kurz und Connector aufgestellt in der Mitte. Die Steps muss sie ja gehört haben. Aber B trotzdem sehr schwach gedeckt. Nochmal spät die Window Smoke und der Blick Richtung Connector. So, und wo soll ich jetzt hingehen? Schöner Pick gegen Red und Paddy hier oben. Oh, gerade rechtzeitig die Smoke aufgegangen. Doch noch den Kill bekommen gegen Anuin. Jetzt schnell die Bombe nehmen. 23 Sekunden. Solange die Smoke noch liegt, arbeiten. CD Base rotiert Perks jetzt mit der Abe hin.
Bombe wird gelegt. Fast der Double Kill. Deliverance Schuss, der geht vorbei. Der geht erst an den Fake Plant. Fightet. Oh, geht genau in den Winkel, den Paddy dann nutzen kann. Boah, ist die Runde knapp geworden. Was ist das hier für ein Game? 10 zu 9. Die Buy-Round an ESG. Und nochmal die Runden. Die Anti-Ecos von Big Omen Academy, die waren super teuer. So, auch hier wieder die tiefe Action-Smoke geworfen, dazu der Molly. Also man merkt, wie ESG mit einer Smoke, die ich so recht selten sehe, immer wieder sofortige Kontrolle über die Action ausstrahlt. Aber auch hier spielt man mit einem Balancing-Mittel bei ESG. Ich glaube, das ist sehr beliebt. Nur sieht man das Balancing-Mittel eher auf der T-Seite als auf der CT-Seite. Aber klar, warum nicht auch auf der CT-Seite damit arbeiten? Den imaginären sechsten Spieler aufs Feld. Paddy. Oh, das Supportflash ist ja sahnig. Da hat Red aber eine richtig gute geworfen. Und Paddy kann da einiges draus machen. Maki hilft ihm aus. Jetzt haben sie allerdings sehr viele SMGs gegen die nächste Eco von Big Omen Academy. Also ist in Ordnung. Kann man machen. Oh, ich nehme es zurück. Das ist aber mit wenig Utility, was Big Omen Academy da macht. Wir wollen jetzt wahrscheinlich trotz der Smoke-Kombination rein. Boah, Devran kriegt halt einfach die Nate in den Rucksack geworfen. Ich glaube, er wird jetzt sagen, Leute, geht einfach durch. Sie wollen die... Ah, die Smoke wahrscheinlich die nahe. Also einfach wirklich negieren, indem sie sich vor die Smoke stellen. Es ist, glaube ich, ein Anti-Play gegen das, was sie aus der letzten Runde gelernt haben. Irgendwie machen sie jetzt doch noch nichts draus. Also jetzt kannst du auch damit rechnen, dass jemand an der Action steht. Der Doppel-MP-Peak am Haus wird wahrscheinlich auch mehr auf die Nades von Big Omen Academy warten. Oder auf einen bestimmten Zeitpunkt, was weiß ich, 45 Sekunden, dann mal irgendwie eine Flash rein und checken. Oh, noch ein Molly an die Action. Super wenig Granaten von ESG eingesetzt. Nicht mal irgendwie die Lower Connector Smoke. Also es ist echt super heftig. So, jetzt die Action gecheckt. Maki da sogar mit einem Kill. Konnte sie nicht traden. Paddy holt noch einen von der Ticketbox. Wichtiger Trade-Kill wieder von Panix. Maki jetzt also down. Der Raum ist da. Die Rotation kommt zu zweit jetzt schon an der CD-Base. Der Kurzspieler kann nicht viel machen mit der Jungle Smoke. Wobei, die hat eine Lücke. Genau an der Seite, wo du nicht willst, dass sie eine Lücke hat. Oder? Ah, hat sie eine Lücke? Ich weiß es nicht genau. Nochmal ein Frag gegen die CD-Base. Oh, das könnte jetzt was gegen den Planter werden. Die AWP, hier ist keine AWP dabei, die AK. Oh, wie gut spielt Perkses, bitte! Dann ist die Munition leer, 8 Sekunden, da muss man den Plant doch durchziehen. Da kommt der Push 5 und der Schuss sind Prosos, wer auch sonst, der diese Runde für Big Omen Academy holt. Man, Perks macht so einen guten Job. Und dann denkt er, seine MP hat einfach unendlich Munition. Die Eier da, den Plant abzubrechen, die musst du natürlich auch erstmal haben. ESG kauft nochmal Doppel-AWP, Paddy diesmal auf die MP und zweimal M4. Auch jetzt ist die Utility bei ESG sehr niedrig, also sehr wenig. Oh, da gehen natürlich auch Grüße raus an den guten Kakafu. Ich hoffe, dir geht's gut. Du hast ja lange nichts mehr von dir gehört. Das soll aber kein Vorwurf sein. Oh, die Windows-Smoke verkackt. Da macht Prosos so viele Frags, aber Granaten werfen, das läuft nicht. Ah, unten, Sia Gold, Perks down, in der Backside kannst du direkt saven gehen. Also, Window Smoke gefällt nicht so dramatisch. Jetzt muss Big Omen Academy überlegen, geht man da handen oder nicht? Jetzt haben sie noch eine Rifle verloren, haben selbst noch eine SMG im Gepäck. Ach, nicht ganz so schön, Komfort. Aber Prosos lässt man gerade wahrscheinlich einfach immer auf die Jagd. Er hat die 30 Frags inzwischen geknackt. Also, das ist ein gutes Game von Prosos. Grüße auch an den Lenz. So, Anuin. Ah, er sieht, dass sie gepickt wurde. Ah, gut. Spielt er lieber die MP9?
Eine Waffe, wo wenn man sagt, die muss genervt werden. Die ist einfach viel zu dramatisch, diese Waffe. Ja, und er dachte, vielleicht liegt sie noch irgendwo. Nein, die liegt nirgendwo mehr. 12 zu 10. Big Omen Academy scheint sich auch so ein bisschen reingrinden zu müssen. ESG spielt da wirklich eine gute Partie. So, wieder die Kombination. Ne, Molly vorne hin, Smoke oben drüber. Ah, das ist richtig geil. Also die Smoke muss ich mir, die muss ich mir definitiv nochmal anschauen. Wie der Fixpunkt dafür ist. Da werden wir einfach jedes Matchmaking zerstören, Freunde. Wieder eine sehr verhaltene Runde. Upper Connector Smoke. Vielleicht. Ja, noch wenig Druck über kurz gesehen. Guter Molly von Hades. Genau das ist das Timing, in dem man wahrscheinlich kurz vor möchte, damit der Kurzspieler nicht mitfighten kann. So, Anduin. Da nochmal ein Molly hin. Okay. Soll vielleicht einfach nur die Kurzkontrolle faken, aber Perks und sein Mate haben da echt eine so gute Sicht, dass sie sagen können, dass die Mollys nicht genutzt wurden von Big Omen Academy. Aber eine Smoke Richtung Kurz nimmt natürlich direkt dann zwei Spieler raus. Und nochmal ein Molly hin. Das ist der Vorvorletzte. Also alle drei Molotovs bisher Richtung Kurz geflogen. Einer in den Jungle. Ich denke, das balanced man jetzt halt auch ein bisschen. Der Connector sind sie schon oben. Der Molly kommt ein bisschen spät, wird trotzdem noch gelöscht. War noch nicht ready für das Time. Oh, Penny geht durch die Smoke durch. Bekommt noch einen Kill Nummer 3. Oben im Haus steht auch noch ein Spieler. Mag die zwar verbrannt. Oh, kann Prosus da noch einen dritten machen? Die Bombe ist gepickt. Prosus geht wahrscheinlich direkt die CD-Base rein. Gute Kontrolle. Flash vorher. Molly. Oh, kommt an. Da kannst du nichts tun. Da ist Panics down. Aber Prosus lebt noch. Und ist das jetzt die Zeit für sein Ace? Er muss natürlich frühen Frag suchen. Muss sie auf Distanz halten. Er hat jetzt gesehen, dass einer vorgeht. Den ersten gemacht, aber durch die Kante schon mitbekommen. Die Flash hoch in die Luft. War gut zu sehen. Oh, und der Wechsel auf die Smoke war super riskant. Oh Gott, und Prosus holt ihn. Nein, er denkt, es wäre der Spieler. Und der Defuse, der geht noch durch. Das ist die Runde für ESG. Und er macht mit der Glock fast echt noch seine Frags. Die 11. Runde für Aronix Gaming. Boah, die Smoke hat sie jetzt fast sogar die Runde gekostet. Aber alles fängt vor allem damit an, dass Paddy dann Smoke Play raushaut, mit dem man eben nicht rechnet, weil der Kurzmolly ablenkt. Jede Runde gehen die hier aufs Zahnfleisch. Also das Geld bei beiden Seiten super niedrig. ESG gewinnt eine Runde und muss mit MP9 spielen. Da jetzt mal das schnellere Spiel gegen den Connector. Der WP ist bei Red. Geht jetzt gerade Richtung CD Base. Wahrscheinlich dann nochmal ein Blick von der Ticketbox in den Connector rein. Das könnte von Erfolg gekrönt sein. Da kommt schon die Ablenkung. Ah, nicht mit Red. Marki. Eine Spielermaus noch geholt und Red schnappt sich Kill Nummer 2 am Connector. Also trotz des First Breaks sehr gute Backup-Plays von Aronix Gaming. Gute Rotationen, die hier nicht ausgenutzt wurden von Big Omen Academy. Anduin. Was werden mit der Flash vielleicht nochmal ein A-Play faken, falls da jemand aus der Action rauskommt. So, hier die Smoke. Dann den Molly an. Der Pick ist super. Vor allem die Distanz am Fenster schon überbrückt. Die Bombe ist also weit vorne an. Kurz der Spieler auch durchgekommen. Irgendwie ist die Runde noch machbar. Gut, aber Prosus lebt nicht mehr. Großes Problem. Für Big Omen Academy. Nein, Spaß. Da kann jeder eine Runde raushauen. Noch eine Smoke bei Marki. Nutzt man die vielleicht irgendwie am Window? Na, erstes Duell gegen Kurz. Da wartet Panix noch ab. Zieht rein. Oh, der tut durch. Macht den zweiten Kill. Red jetzt low HP. Geht er da direkt an den Defuse? Die HE gerade so gedodged. Ja, und Anuin. Du hast es doch gesehen. Er kommt nochmal in die Deckung. Und er gewinnt die Runde. Das geht echt noch an Big Omen Academy. Die klatschen das 1v4. Trotz dieser Shots von Red am A-Spot. Da drehen sie es einfach nochmal um. Und es war eine Überrotation. Das kann man dann schlussendlich noch sagen. Eine Überrotation von ESG in Richtung A. Mensch, Big Omen Academy.
Die geben wirklich niemals auf. Und wir haben eine taktische Pause bei Big Omen Academy. Weil auch das muss man dazu sagen. Die Runde zwar gewonnen, der eigentliche Plan hat aber nicht funktioniert. Und dann musst du natürlich nochmal kurz besprechen, was klappt denn und was klappt nicht. So. Rosus hat den Klatsch garantiert gecoacht. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. So, jetzt musst du da... Er hat so richtig gemicromanagement, ne? Er hat so den Gob B gemacht. Ich habe keine Ahnung, ob Gob B wirklich so gemicromanaged hat oder nicht. Eigentlich war cool, ne? Vielleicht kann das ja jemand bestätigen, der mal mit ihm gespielt hat. Aber ansonsten trotzdem bockstark ausgespielt, weil der Kurzspieler auch nicht zu viel Risiko geht, sondern einfach nur sagt, hey, ich habe die Backside unter Kontrolle von der Säule. Ich sehe, wenn die rauslaufen. Ich kann mit meiner Deckung an der Säule arbeiten. Und das ist echt ein Scheißwinkel für die Leute, die aus der Küche rauslaufen wollen. Die Säule nervt ungemein. Und solange man dann eben als Spotspieler so den Laufweg am L so ein bisschen im Blick hat, und das hat Panix halt richtig gut gemacht mit dem Doppelkill, den er rausgeholt hat, ist die Runde halt schon so gut wie weg gewesen. Und dann auch noch eine schöne Reaktion, dass man beim One-on-One sofort zurück Richtung kurz geht, Red nicht die Möglichkeit gibt, ihn close an der Säule zu forcen, sondern wirklich die Rückwärtsbewegung, also individuelle Entscheidungen, einfach nur sehr gut bei Big Omen Academy. Das sieht man in fast jeder Runde, dass sie sich für die richtige Entscheidung, dass sie die richtige Entscheidung treffen, so rum. Also, meine Lobeshymne wieder, ne? Ich bin ein großer Fan dieser Lineups mit jungen Spielern und da zähle ich zum Beispiel auch einen Expert E-Sport dazu, auch wenn Aika kein junger Spieler mehr ist. aber da ist zum Beispiel auch ein Vanekin synced. Ne? Heike, die ist ja auch noch nicht alt. Mit drin, aber bei Big Omen Academy ist es halt durch die Bank weg ein Team, das wahrscheinlich eine große Zukunft vor sich hat. Mindestens in der deutschen Szene, wenn nicht sogar weiter oben. Okay, wow, jetzt bin ich halt echt ins Fern abgedriftet. ESG, die halten hier trotzdem gut dagegen. Problematisch für die ist, dass sie jetzt kein Geld haben. Sie sind im Strudel drin. Das Hin und Her tut der CT-Seite immer weh. Wir können auch gerade mal gucken, ob bei Hades zumindest der Flash-Assist passt. Und seine Kills nicht unbedingt. So, Enemies flashed 4. Haben wir einfach nicht nachgeguckt. Stats sind nicht alles, Leute. So. Ja. Pause kann raus. Okay, anscheinend muss Big... Ah ne, ist raus. Sorry, da habe ich gerade einfach nicht gerafft, dass die Pause dann wirklich raus war. Decoy in die Mitte. Wahrscheinlich einfach nur, um sie loszuwerden. So. Oh, Paddy hat niemanden gesehen, obwohl alle 5 vor der Action sind. Super, super den Topspawn ausgenutzt bei Big Omen Academy. So eine kleine Finte. Das heißt, ESG spielt jetzt gegen den möglichen Mitte-Push. Während Big Omen Academy einfach komplett rauskontaktet. Kein Step. Second Ninja. Gesehen. Ah, da hat die Firepower gefehlt für einen Frag. Und jetzt wahrscheinlich einfach kompakter Zugriff auf den Spot. Schönes Ding. Auch nochmal ein Headshot gegen Hades drin. Gab Zeiten, da wäre das vielleicht sogar ein One-Shot gewesen von der P250. Okay, die Distanz war ein bisschen groß. Und ich finde es gefährlich, dass sich Prosus da so close am Connector aufstellt. Weil er weiß wahrscheinlich nicht, dass da so viele Leute drin sind. Und Saven lohnt sich hier natürlich jetzt nicht für ESG. Die können auch versuchen, Schaden zu machen. Bekommt dann noch einen Kill. Prosus, Frag 34. 35, da zählen wir jetzt einfach mit. 36, wieder ein Multikill. Junge, der rastet so aus auf dieser Map. Das ist der helle Wahnsinn. 14 zu 11. Prosus ist unstoppable right now. Ja? Drifte ich auch noch ins Englische. Ja, nach müde kommt blöd, Leute. Ich bin halt der Allmann pur. Wenn ich um 10 nicht ins Bett komme, bin ich zu nichts mehr zu brauchen. Nee, Spaß. So, wir gehen in die nächste Waffenrunde für ESG. Aber Entry Kill für Debran. Diesmal kein Molly geworfen, wahrscheinlich weil man kein Geld für hatte. Dann macht Anuin auch noch den Frag in der Mitte. Sieht den Spieler an, der Smoke. Die Schüsse fliegen vorbei. Er kriegt durch die Kante noch einen Headshot ab. Oh, wie gut flickt er das denn bitte? Er hat null damit gerechnet und kriegt den Kill dann trotzdem. B-Haus aufgehalten und zack, ist es nur noch Perks. Einer nach dem anderen geht da flöten und der Kurzspieler war ja längst bekannt.
Ah, flasht sich dann nochmal rein. Und da muss Perk saven. Wie viel Loser-Bonus ist da? $2.900. Wird es nächste Runde geben für Euronics Gaming. Vielleicht nur ein bisschen mehr, wenn Perks noch ein, zwei Kills machen kann. Aber er will eigentlich nicht, dass Gegner zu ihm kommen. Der will die M4 saven. Damit sie wenigstens eine Rifle haben. Weil mit den zwei neuen vielleicht eine Farmers. Aber selbst das würde bedeuten, dass sie wenig Granaten haben. Also ich gehe eher davon aus, dass ESG auf SMGs gehen wird. MP9. Perks bekommt noch einen Kill. Ein kleiner Extra-Bonus. Kann er sich noch eine Smoke kaufen? Na gut, er kriegt ja auch 2,9 dazu. Er kann eine SMG... er hat damit 3,2. Kriegt noch einen Kill? Na, dann kann er auf jeden Fall eine Rifle droppen. Wenn er die M4 droppt, dann ist noch Geld für eine Smoke da. Genau, das hat er gemacht. Gute Entscheidung. Eine Rifle mehr. Kann den Unterschied machen in so einer Runde. Red geht auf die Scout und die lief bei ihm bisher auch super. Also Perks holt nochmal eine Waffe mehr raus mit den letzten beiden Kills. So, da kommt wieder die Smoke, die Flash hinterher. Diesmal passt das Ganze vom Timing. Und jetzt hat sich BK halt wirklich auf den A-Spot eingeschossen. Da zielt keiner nach hinten Richtung Mitte ab. Sind sich wahrscheinlich auch sicher, dass ESG das nicht nochmal versucht. Panic gewinnt dann das Duell im Haus. Ciao, Paddy. Erste MP9 ist down. So, Maki. Ganz nah an die Smoke gestellt. Und jetzt wissen sie, dass er close ist. Er nimmt gerade den Mod in die Hand. Den können sie ignorieren. Fast ohne Schaden durchgekommen. Die Scout hat sich jetzt verraten. Anuin. Einen Anschuss abbekommen. Die HE reicht. Anuin mit dem Frag gegen die Scout. 5 gegen 2. Es wird immer unwahrscheinlich, dass ESG die 16. Runde verhindern kann. Die Bombe droppt aber und dann ist es Panix, der aus dem Haus den letzten Schuss setzt. 16 zu 11. Und Big Omen.